So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen. Ja, zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Horizon Forbidden West. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Man merkt doch, dass es mir wesentlich besser geht. Dementsprechend, ja. Gut. Wir haben neues Dingsbums. Neues Gedöns. Und allem drum und dran. Und ja. Müssen wir mal gucken. Da ist irgendwo. Ist natürlich super. Ich habe mich nämlich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich muss mal gucken, mit was für einer Quest wir eigentlich aktuell belegt sind. Eine Sekunde. Ja, entschuldigt. Ich habe eben für 2 Minuten vergessen, das Mikrofon wieder anzuschalten. Ja, ich habe auf jeden Fall mal die PlayStation, also die Capture Card, wieder ein bisschen lauter gestellt, weil da ja auch meine Switch drüber läuft. Habe ich die manchmal einfach an und aus und hast du nicht gesehen. Beziehungsweise einfach mal voll gemacht. Das Problem lag nämlich daran,
dass bei den Nintendo-Spielen ist es zwar ganz gut, weil manche doch relativ laut sind. Das dämpft den Fall. Mit dem Gleiten, also sind es schon coole Funktionen. Die Frage ist nur, ob das notwendig ist. Fuchs! Haha, hat sogar was gegeben. Jo, gut. Die Frage ist jetzt... Ich bin ja ein kleiner Idiot. Auf der einen Seite suche ich die ganze Zeit im fucking Mediamarkt oder frag danach... Jo, Leute. Wie sieht's aus mit Bluetooth zu USB-A-Adapter? Alter, sieht aus wie ein Raptor, ne? Schwach gegen, stark gegen das. Ja, okay. Die sehen schon geil aus, ne? Ja, vergessen einzukaufen, dementsprechend heute ist Sonntag. Ah, Döner zum Frühstück, ne? Ist jetzt auch nicht so optimal. Säure verursacht hier kaum Schaden. Wollen wir den Lümmel mal mal platt machen. Also wenn die so mehr tierähnlicher aussehen würden, dann wäre das eigentlich auch nicht schlecht, aber ich finde es okay so. Wollen wir mal gucken. Der hat aber auch nicht so wirklich viele Schwachstellen, ne? Alter, hat der gesessen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gar nicht viel gemacht. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich investiert, um ein paar Materialien zu sammeln, ein paar Sachen abzugraden und. Also richtig fündig bin ich jetzt nur vage geworden. Aber ich glaube, es hat sich gut gelohnt. Stufe 22 erreicht. Es gab zwei? Wirklich? Der hat sogar mir wehgetan. Alter! Oh.
Der haut aber. Ich muss aber sagen, ich finde es gut, dass ich eine neue Rüstung anhab. Weil die hat dann doch den ein oder anderen Dämpfer verpasst. Also ich glaube, ich hätte wesentlich mehr Schaden genommen, wenn ich jetzt mal nicht daran gedacht hätte, auch mal Rüstungswerte ein bisschen abzugraden. Die Frage ist jetzt nur... Ja, Wildbohnen, das bringt mir jetzt alles nichts. Hättest du mich mal in Ruhe gelassen? Hättest du mich mal in Ruhe gelassen, ne? Dann wäre das alles wesentlich angenehmer gewesen. Aber, naja, gut. Wir nehmen einfach mal alles mit soweit. Vor allem muss ich mal wieder ein paar Pfeile nachherstellen. Aber sollte passen. Jawoll! Jawoll, Inge! Will zwar nichts sagen, aber er hat gesessen. Geil. Medizinbeutel, Stein. Ja, Steine brauche ich jetzt nicht zwingend. Aber ein paar heilende Bären wären mal wieder geil. Gibt es eigentlich irgendwie... Da komme ich noch nicht weiter. Deutsch muss hier hin zum Außenposten. Der ist ja nur 150 Fuß entfernt. Was durchaus okay ist. Das neue Feature von OBS mit dem automatischen Dateigekappe habe ich jetzt mal für Forbidden West ausgemacht. Weil hier will ich jetzt nicht auf die Zeit oder auf die Dateigröße oder so anpassen und sagen, hier alle 40 Minuten machst du einen Cut. Wie bei Ghost of Tsushima im Stream, weil da ist es immer relativ, soll ich nur sagen. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Es ist relativ schwierig, da irgendwie immer aus dem Streamflow rauszukommen und einfach zu sagen, ja, ich muss jetzt mal hier eine Abmoderation oder Tschüss sagen. Mit der Dateien habe ich hochgeladen, aber selbst noch nicht angeguckt. Das mache ich aber auch über die Platte, weil man will ja seine eigene Statistik nicht verfälschen. Ich will schon ein ehrlicher Versager sein. Und dementsprechend... Ich will mal versuchen, ob ich das hier irgendwie... schlau hinkriege. Rebellenanführer, okay. Die Frage ist jetzt, gibt es da noch mehr? Weiß zwar nicht, was mit dem ist, aber ich glaube, der hat da nichts zu suchen. Ich weiß nicht, warum der da gegen eine Mauer gelaufen ist. Schockmunition wäre hier nützlich. Jetzt
interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur diese Lümmel hier klatschen. Fuck. Fuck. Ist das jetzt im Spiel oder das hört sich so an, als wenn es mein Controller wäre? Aber ich glaube, das ist im Spiel, ne? Bin nicht schnell, du bist einfach nur zu blöd zum Ziel, Mädchen. Der weiß, wo ich bin. Ich habe ein Problem. Ich kann gegen die Sonne nicht so gut zielen. Jawohl. Das nehme ich mit. Relativ simpel. Ich will nämlich gar nicht sterben. Ich will, dass ihr stirbt. Das ist ein Unterschied. Ja, ihr findet mich, ganz genau. Das macht ihr. Ich glaube, sie ist da drin. Ach, Quatsch. Weißt du eh nicht, wo ich bin. Augen auf. Wir müssen ganz nah sein. So, bärenmäßig sehe ich eigentlich ganz gut aus. Warte mal. Aber warum macht der Controller diese Geräusche? Darf ich die überhaupt? Also wenn ich den Bogen loslasse, macht mein Controller die Geräusche. Die Frage ist nur, wie kann ich das abstellen? Ganz ruhig, Aloy. Moderat, Trigger-Effekt. Machen wir mal Standard. Vielleicht ist das ja das Problem. Also wenn schon, denn schon, oder? Ja, jetzt. Okay, ich verstehe. Diese Kopfhörer, ne? Ist das Wildschwein da hochgekommen? Du hast einen großen Fehler gemacht. Woher weißt du, dass ich da bin? Ja, ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich glaube, das war's mit Kindern. Rennt immer noch.
das hilft. Du hast ja keine Ahnung, was ich mit dir mache, wenn ich dich finde. Da du mich sowieso nicht lebend gefangen nimmst. Ja, hier! Feuerschutz! Ihr habt eine Reaktion wie ein Amboss. Verdammt! Und ich treffe ihn. Depp. Alter! Lümmel. Nach Markus. Das hat's jetzt vollgebracht. Aber der rebellische Angriff, der war schon, ne? Noch mehr geheimnisvolle Marken. Ich nehme sie erstmal an mich. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Bleib lieber versteckt. Denn was ich dir antun werde... ist nicht viel. Meine Rüstung! Das Gebiet sollte sicher sein. So, ich meine, komm schon, die eine da. Was ich dir antun werde. Ja, ja, mal. Aloy hat gesagt, sie ist hier fertig. Die kommen in meinen Rucksack. An den Vorrat geschickt. Okay, das bedeutet, ich bin mit allem eigentlich durch. Hier gibt es sonst echt nichts zu entdecken oder so? Einfach nur ein paar Rebellen killen und fertig? Ich meine, die haben sich hier schon gut eingenistet. Das erinnert mich so ein bisschen an Nier Automata. Hier mit diesem ganzen... an diese Kugel hier. Wundert mich, dass es da oben nichts gibt. Ich will es nicht glauben, dass es da oben nichts gibt. Kannst du sagen, was du willst, ich will da hoch. Egal wie, wenn ich mich hochglitschen muss. Das sind ja nur Rebellen, ne? Das sind ja jetzt keine Banditen oder so, wo man Leute... befreien muss. Also optisch sind alle beide Spiele ziemlich geil. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, als ich Dingsbums geholt habe. Wie höher kann ich nicht? Ich will ganz da hoch. Doch, kann ich. Muss ich aber... Autsch. Ja, dachte ich auch. Ich habe auch gedacht, dass wir hier irgendwie hoch können. Aber es scheint ja zu gehen. Also da scheint ja ein Greifpunkt zu sein. Die Frage ist nur, wo bin ich hoch genug, dass ich den kriegen kann? Es muss ja irgendwie hier sein, weil da oben ist ja so ein Punkt. Gibt es hier nicht umsonst. Und da oben ist auch noch irgendwas zu finden. Die Frage ist jetzt nur... Warte mal, wie? Ah, X, okay. Ich habe Kopfschmerzen von gestern Abend, aber es ist Mittag und ich muss aufstehen. Der Job ist weg, aber das ist nicht das Ende eines sinnvollen Lebens. Es ist der Anfang meines kometenhaften Aufstiegs und das Aufstiegs und des Grundeinkommens genauer Moment. Ich habe Kopfschmerzen von gestern Abend, aber es ist Mittag und ich muss aufstehen. Also typischer, ja.
Der war wahrscheinlich auf Jobsuche. Der Job ist weg, aber das ist nicht das Ende eines sinnvollen Lebens. Positive Einstellung. Es ist der Anfang meines kometenhaften Aufstiegs. Okay. Und das und des Grundeinkommens genauer Kontrolle meiner Aufgaben und der Bewerbungen. Die Jobjagd beginnt. Ah, okay. So eine Eigenmotivationsrede. Okay. Bin ich dabei. Finde ich gut. So. Gestern habe ich die Wohnung geputzt. Zweimal. Heute werde ich nachlesen, wie ich meine Bewerbung aufpolieren kann. Klingt nach dem Plan. Oh, wow. Mein Lebenslauf ist Schrott. Ich muss wirklich einen neuen aufnehmen. Mhm. Aufgestanden, Tag 3. Aufgestanden, angezogen, geschminkt. Nach 200 Versuchen habe ich jetzt einen Lebenslauf, den ich nicht völlig daneben finde. Auf der Plusseite, was Kritzig meinte, dass ich im Angel Memorial, Memorial stellenfrei sind. Also, Tag 12. Aus versicherungstechnischen Gründen können wir nur eine festgelegte Anzahl von menschlichen Ärzten in unserem Krankenhaus einstellen. Wir werden Sie natürlich informieren, wenn bla bla bla. Es gibt einfach nichts für Ärztinnen wie mich. Oh, das ist eine Ärztin. Interessant. Die Diagnostik wurde vollständig automatisiert. Ich werde meine Suche ausweiten müssen. Bewerbungen ausgezeichnet und verschickt. Ziemlich viele Initiativbewerbungen und manche, naja, für alles Mögliche. Ich brauche nur etwas für den Übergang, bis ich eine Stelle in einem Krankenhaus finde. 2 Absagen, 132 mal keine Antwort. 13 Absagen, 219 mal keine Antwort. Tag 58, okay, ich brauche etwas zu tun. Ich muss irgendwas machen, ich werde Französisch lernen. Ich habe kein Französisch gelernt. Ich habe das Papierbuch gelesen, das meine Mutter mir vor 4 Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte. Nicht schlecht. Etwas altmodisch. Hohle Bücher finde ich besser. Oh nein. Als ich heute aufgestanden bin, fiel mir auf, dass ich in den letzten 10 Tagen nicht einmal vor der Tür war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mal rausgeguckt habe. Ich habe rausgeguckt. Offensichtlich ist die Welt noch da. Dann habe ich mir 6 Stunden lang holos von skateboardfahrenden Hunden angesehen. Ich muss mich wirklich mal zusammenreißen. Wände, Daten beschädigt. Oh nein. Ja, das ist so. Irgendwie muss ich ja ganz ehrlich sagen, ja. Ich kann das Tagebuch nachvollziehen. Vor allem, wenn man überhaupt keine Antwort bekommt auf Dingsbumstellen. Ich hoffe, das ist mittlerweile auch ein bisschen entspannter. Ich befürchte aber in vielen Branchen nicht. Fallen mit Stil. Ja, also das Gleiten ist schon eine geile Sache. Okay, ich muss es nur einmal machen. Das ist gut. So, den Banditen-Außenposten haben wir gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Was sagt die Zeit? 28 Minuten. Ja. Können wir mal. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.